Willkommen zurück, meine Black Sheep. Und heute reden wir mal darüber, was wir tun können, wenn uns die Polizei ins Gewahrsam nimmt und wie wir da rausgehen ohne irgendetwas. Heißt ohne Ordnungswidrigkeit, ohne irgendwelche Anzeigen und so weiter und so fort. Also, let's go! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hatte letztens das Glück gehabt, ich durfte eine Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Wie ist es dazu gekommen und was habe ich getan, dass ich da rauswandere, ohne dass mir irgendetwas passiert und so weiter? Erzähle ich euch sofort. Also erstmal kurz zur Vorgeschichte, was ist passiert? Wir haben eine Nacht-Nebelaktion gemacht, in der wir mitten in der Nacht auf die Straße Sprüche mit ganz normaler wasserlöslichen Kreide geschrieben haben. Ja, also wir haben da, ich habe, glaube ich, hingeschrieben: Sicherheit vor Freiheit, Fragezeichen. Einfach halt, um die Menschen so ein bisschen zum Nachdenken zu bringen. Und wer ja heutzutage für die Freiheit kämpft, für die Freiheit einsteht, der lebt sehr gefährlich und ist am meisten verfolgt in diesem Land. Also so kommt es mir zumindest mittlerweile vor. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht, oder? Und ja, mich haben dann halt ganz viele Polizisten umringt, haben mich auch festgenommen auf die, naja, polizeiliche Art und Weise, ja, auf die Motorhaube gedrückt, Hände hinten verdreht, allen drum dran, Schnickschnack, goldene Acht angelegt. Und ja, so bin ich dann halt, nee, auf dem Rücken, so bin ich dann halt abgewandert, ja, in das Polizeirevier. Und da war es schon sehr interessant, weil, und das ist ganz wichtig an der Stelle, erstens, ich habe ja keine Straftat begangen. Also ich habe jetzt nicht mega Widerstand geleistet, ich habe jetzt keinen Polizisten auf die Schnauze gehauen oder sonstiges, sondern ich habe einfach nur etwas mit Kreide auf den Boden gemalt. Und das ist eine Ordnungswidrigkeit. Wegen Störung, jetzt passt auf, der öffentlichen Ordnung und das, ja, na, also eine Störung der Öffentlichkeit. Also wenn ich die Nacht um 2 Uhr etwas mit Kreide auf die Straße mal, ist das eine Störung der öffentlichen Ordnung. Okay. Aber ne, das nur mal so nebenbei reingehauen. Das ist eigentlich schon ja, das Paradoxum in sich selbst. Nun, ich bin dann dort angekommen und ich hatte nichts bei mir gehabt. Das heißt, ich habe weder Personalausweis, Personalausweis, ne, noch Führerschein, noch sonstiges mit bei mir gehabt. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Habt sowas dann nicht bei euch, falls ihr zufällig, ich weiß noch mal, sowas machen wollt oder so. Und solange ihr in diesem Ordnungswidrigkeitsrahmen bleibt, das heißt, ne, keine Straftat begeht, euch jetzt nichts beschädigt oder den Polizisten auf die Schnauze haut oder sonstiges, kann man nur die rechtlichen Sachen gegen euch anwenden, was eine Ordnungswidrigkeit bedingt. Das heißt, man kann nur versuchen, mit allen möglichen Mitteln, die es rechtlich gibt, herauszufinden, wer bist denn du, damit man dir dann diese Ordnungswidrigkeit zusenden kann. Das hat man mir auch, ich sag mal, immer schön versucht darzulegen, ja, du könntest doch jetzt schon wieder gehen, du brauchst uns nur sagen, wer du bist. Ich so, nein, nein, ich sag's euch nicht, ich bin der Nico, so, fertig, ich bin der Nico. Und ja, da haben die natürlich nichts in der Hand. Und dann habe ich 2 Stunden lang mit diesen Polizisten da Aufklärungsarbeit betrieben. Ja, also Leute, überlegt nochmal, was ihr hier macht. Ja, wegen jemandem, der da irgendwo Kreide auf die Straße was drauf schreibt, nur um die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Ja, habe auch mit Polizisten resoniert ja sehr oft Dinge, die mit Polizisten passieren, mit ihren eigenen Kollegen. Habe ich auch die Beispiele angebracht. Hey, schaut mal, Polizeipräsidenten Leipzig abgesetzt, weil die Menschen auf dem Ring laufen durften. Und er sollte es mit allen Mitteln verhindern. Schaut mal, Polizeipräsident Stuttgart abgesetzt, weil er gesagt hat, ich werde keine Gewalt gegen friedliche Demonstranten anwenden. Das ist nicht Aufgabe des Polizeireviers oder der Polizei, diese Maßnahmen umzusetzen. Obwohl dieser Spruch, glaube ich, kam von dem Leipziger Polizeipräsident. Ist ja am Ende auch egal. Die wurden entweder abgesetzt oder versetzt. Ne? Also der Leipziger ist, glaube ich, jetzt in Dresden. Auch andere Polizisten, die ausgesprochen haben, die suspendiert worden sind, ja, und beurlaubt worden sind und so weiter, die jetzt Polizisten für Aufklärung.de gemacht haben. Schau doch da mal nach und so weiter. Und da hat man gemerkt, also, ne, die standen ja alle mit ihrer Maske da, aber in manchen Augen habe ich gesehen, hey, da regt sich ein bisschen was. Das hängt, schätze ich mal, aber auch damit zusammen, da hatte ich schon vorher sehr skeptisch dieser ganzen Sache gegenüberstanden. Konnten mir aber jetzt in diesem Moment natürlich nicht irgendwie Zuspruch oder sonstiges leisten, weil da noch 5 andere Polizisten in den Raum waren, die halt in ihrem Narrativ gefangen sind. Ne? Und der eine, der saß auch da, hat auch ganz höflich mit mir gesprochen, aber hat dann auch zu mir gesagt: Pass auf, ich bin ganz ehrlich mit dir, ich schaue da jetzt nicht nach. Und ich werde auch nicht nachschauen. Habe ich gesagt: Okay, pff, ne, ist dein Bier, aber du kriegst jetzt hier gerade ganz interessante Infos und dir ist alles scheißegal. Also, wir brauchen uns nicht mal wundern, dass das, was damals passieren konnte, dass das damals passiert ist.
Und da habe ich natürlich was gesagt, weil damit war ich ja gleich irgendwie abgeschrieben. Ja. Also man muss echt aufpassen, dass man da sehr vorsichtig ganz kleine Schritte macht. Wenn man dann gleich sagt, hey, wir haben jetzt eben gerade 1933, dann ist man ja, oh was hier, wir schießen doch noch auf keinen oder so. Ja, wartet ab, das kommt noch. Ja, jedenfalls, wie ist es dann weitergegangen? Irgendwann kam dann Schichtwechsel, das war dann so die Nacht um 4 und die haben halt, ja, die neue Schicht hat keinen Bock gehabt, sich Ewigkeit mit mir auseinanderzusetzen. Also bin ich quasi in die Aufbewahrungszelle da gegangen. War auch sehr interessant, ja, ausziehen bis auf die Unterhosen, dann wird ja alles kontrolliert, hast du irgendwelche Waffen oder sonstiger Scheiß. Ja, und dann darfst du dich da auf dieses, na, Bett kannst du es nicht nennen, das ist im Prinzip nichts weiter als ein erhöhter Steinpodest. Und man bekommt so eine millimeter dünne Fließdecke, auf, ja, die man quasi als Zudecke verwenden kann. Wahnsinn, wa? Ja, und jede Stunde kommt auch jemand vorbei und schaut, ob du auch wirklich noch da bist, weil du könntest ja in einer abgesperrten Zelle mit so fetten Metallgittern, ja, könntest du ja verschwinden. Einfach so dich in Luft auflösen, ja. Wie auch immer. Ja, das fördert natürlich nicht gerade den Schlafrhythmus oder das Ausschlafen. Wie auch immer, man hat dann immer versucht, mir, ne, Druck auf mich auszuüben. Auch mit dem Anruf hat man gesagt, ja, wir gehen jetzt davon aus, dass du unter 18 bist, also rufen wir für dich jemanden an. Wen dürfen wir denn anrufen? Na klar, man wollte herausfinden, wer ich bin. Hab mir dann noch so gedacht, aha, ich bin unter 18, deswegen habt ihr auch meinen Autoschlüssel da draußen gerade in die Box reingetan. Ja, alles klar. Aber okay. Was ich auch immer gemacht habe, war, ich habe mir immer Dienstausweis zeigen lassen. Ich habe gesagt, komm, gib mir doch mal euren Dienstausweis, wo bin ich, im Personalausweis oder euren Amtsausweis, wenn ihr sowas überhaupt habt. So, und hier und da hat mir mal einer den Dienstausweis gegeben, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich war auch ganz schön betüdelt, ich habe mir das gar nicht gemerkt. Ja, wie ist es denn ausgegangen? Also die Nacht ging dann irgendwo bis früh um 9, um 10, dann hat man mich rausgeholt, weil dann müsste ja ein Richter irgendwie entscheiden, wie es weitergeht. Und ja, man hat halt festgestellt, shit, wir haben keine Möglichkeit festzustellen, wer dieser Mensch ist. Was können wir tun? Na, wir können noch die Fingerabdrücke abgleichen. Ganz wichtig an der Stelle, nicht aufnehmen, also nicht speichern, sondern nur abgleichen, ob da schon was gespeichert ist. Und das hat man mir angeboten, entweder ich mache es freiwillig mit oder man macht das mit Zwang. Ob da jetzt das gesetzlich wirklich so geregelt ist, dass sie das mit Zwang machen dürfen oder nicht, weiß ich nicht. Wer das weiß, gerne mal bitte unten in die Kommentare, wäre super interessant. Ja, ich habe das dann quasi freiwillig mitgemacht, weil ich wusste, dass ich nicht irgendwo gespeichert bin. Ich bin noch nie irgendwo Dienst, wie heißt das, dienstlich oder diensterkennungstechnisch aufgenommen worden mit Fingerabdrücken und so weiter. Ja, und dann hat man das halt abgeglichen, hat halt gesucht, hat nichts gefunden, hat irgendwelche Bilder von irgendwelchen bärtigen Menschen da rausgesucht, wo sie gesagt haben, ja, wir wissen jetzt nicht, ob sie das sind und ja, warte, wir müssen ja mal gucken, wir gucken dir jetzt mal in die Augen wegen der Augenfarbe und ja, warte mal, aber der Mund ist doch ein bisschen anders und das Ohrläppchen ist doch ganz anders. Und ich saß nur so da. Ja, ich habe so innerlich richtig gefeiert. Ich muss echt aufpassen, dass ich da jetzt nicht in Lachkrampf ausbreche oder so. Ja, und dann haben sie halt nochmal die Richterin angerufen, die eigentlich dann um 11 vorbeikommen wollte. Und die Richterin hat dann halt gesagt, ja, was soll ich denn machen? Also am Telefon hat gesagt, beendet es. Und dann durfte ich gehen. Ohne irgendetwas. Weder Ordnungswidrigkeit noch irgendein Straftat, Mandat oder was auch immer. Ja, wie auch. Hab keine Straftat begangen, hab nur eine Ordnungswidrigkeit begangen und sie können diese Ordnungswidrigkeit niemandem zusenden. Was wollen sie tun? Ja, und das war im Prinzip meine Nacht im Polizeirevier. Wer sich da vielleicht noch ein bisschen genauer auskennt, gesetzlich, das heißt, was man da noch alles für gesetzliche Möglichkeiten hat, gerade zum Beispiel mit diesem einen Anruf, das wäre sehr interessant, können die da wirklich sagen, hey, wir rufen an, weil wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du minderjährig bist, dürfen die das überhaupt? Oder noch besser, oder noch wichtiger aus meiner Sicht, mit diesem Dienstausweis, Personalausweis, ich weiß, da gehört, glaube ich, sogar noch die Haftpflichtversicherung dazu, was sie dir vorzeigen müssten, weil, außer sie wären jetzt verbeamtet, aber das gibt es ja nicht mehr, also sie sind ja nicht mehr im Dienst des Staates, sondern sie sind ja mittlerweile private Firmen, deswegen sind es ja mit Dienstausweis und so weiter. Und ich kenne mich da jetzt aber rechtlich auch nicht so hundertprozentig aus, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und habe aber festgestellt, wenn man mal so erwähnt, hey, ich möchte mal bitte hier einen Dienstausweis sehen, weil ich bin ja gerade in einer polizeilichen Maßnahme, im Falle einer Dienstaufsichtsbeschwerde, das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiges Wort, weil eine Klage oder sonstiges ist dem Polizisten relativ, aber eine Dienstaufsichtsbeschwerde stoppt sofort jegliche Beförderung oder sonstiges von den Polizisten. Das heißt, da werden sie nämlich hellhörig. Und ich glaube auch, dass man
dass man dann wirklich milder mit mir umgegangen ist, also dass man dann nicht mehr so krass auf mich versucht hat einzuwirken, weil man festgestellt hat, hey, scheiße, ne, wenn der das jetzt wirklich macht, dann könnte da eventuell meine Karriere mit dranhängen. Und das ist das einzige oder das Mittel, was am besten zieht, wenn man da auf die persönliche Karriere dieser Polizisten in diesem Moment abzielt. Und ich meine das jetzt nicht im böswilligen Sinn. Ich habe auch nicht gesagt, hey, ich mache jetzt hier einen Dienstaufsichtsbehörde oder sonst was. Ich habe gesagt, im Falle. Ich möchte es nicht, aber hey, wir sehen ja gerade, ne, irgendwie haben wir hier ein paar Differenzen und ich weiß ja nicht, was jetzt noch mit mir passiert. Ich hänge hier gerade hier so gefesselt hinten da und der eine Kollege, der guckt mich schon die ganze Zeit so böse an und der hat mich gehasst. Ja. Hat schon die ganze Zeit so Sprüche in meine Richtung gelassen, so in der Art wie, ja, wenn wir alleine wären, ne? Und da habe ich schon gesagt, na komm, lass uns rausgehen. Ich habe die Hände hinten gefesselt, ich kann nichts machen. Kannst mal richtig losprügeln, Junge. Kannst mal richtig alles rauslassen. Naja, klar, sitzt du dann da und fühlst dich ein bisschen doof. Ja, also um es kurz und knapp zu machen, das war sozusagen meine Nacht in diesem Polizeirevier. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wichtig ist an der Stelle. Wichtig ist wirklich, lasst alle Ausweispapiere zu Hause, wenn ihr sowas macht und ihr lauft Gefahr, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Ich möchte euch hier natürlich nicht ermutigen, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, um Gottes Willen. Ja, gerade in Zeiten des Freiheitskampfes. Ja. Lasst die Ausweise zu Hause, egal was, Führerschein, Personalausweis und so weiter und so fort, lasst alles zu Hause. Sagt nicht, wer ihr seid. Ihr könnt ja sogar noch sagen, hey, ich beantworte keine Fragen oder wie ich bin dann wirklich so ein Labertyp und versuche die dann, ne, irgendwie mal wenigstens zum Nachdenken zu bringen. Hab meinen Vornamen immerhin gesagt. Und maximal, was ich glaube, was gesetzlich möglich ist, können sie euch 12 Stunden festhalten. Das heißt dann nicht mal festnehmen, sondern festhalten. Und das war's. Und dann müssen sie euch eh wieder gehen lassen. Wer sich da jetzt ein bisschen genauer auskennt, gerade gesetzlich, wie lange sie wirklich dich da behalten dürfen, weil mir wollten sie noch irgendwas erzählen, dass ja, die Richterin kann dann urteilen, dass du 3 Tage hier bleibst oder irgendwie sowas. Ist alles nicht passiert. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen Angst machen von wegen, ja, sag uns doch endlich deinen Namen, ja, dass wir dir endlich diese Ordnungswidrigkeit zuschicken können. Dann kannst du gehen, dann kannst du gehen. Das hat man immer ganz oft gesagt, ja. Und ja, wer sich da noch ein bisschen gesetzlich auskennt, was die Polizei wirklich darf und was sie nicht darf in so einem Fall, das heißt nicht im Straftatfall, sondern in einer Ordnungswidrigkeit, bitte unbedingt unten in die Kommentare rein, weil das interessiert mich und mit Sicherheit jeden anderen, der hier zuschaut. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns das nächste Mal. Und mal sehen, was ich da für interessante Geschichten zu erzählen habe. Ach ja, da war ja was mit so einem Fendungstyp, der letztens bei mir aufgetaucht ist und den ich auch wieder weggeschickt habe. Das wird, glaube ich, unsere nächste Story. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut drinne! Keine Ahnung, es kostet immer Kraft und Nerven, wenn man sich in die Welt stellt. Und eigenständiges Denken hat keinen Platz auf dieser Welt. Angst begleitet, Angst verändert. Starrt zum Boden, schließt die Augen und sagt das, was man euch lernt.